Willkommen zu einer neuen Folge von Rudis Homegarten-Projekt. Heute habe ich mir überlegt, machen wir einen kulinarischen Rundgang durch meinen Garten. Und ich finde, am besten passt da ein schönes Eintopfgericht. Dazu mache ich dann noch ein Dinkelfladenbrot auf dem Schamott. Und als allererstes holen wir uns ein paar Herrlichkeiten aus meinem Garten. Paprika brauchen wir noch. Ein bisschen Ranzki nehmen wir uns noch mit. Und ab geht's in mein Folientrudel. Juhu! An Basilikum. Was darf in keinen Eintopf fehlen? Bohnen natürlich. Mais. Das putzen wir uns jetzt her und schneiden alles schön zusammen. Öl in die Pfanne, Zwiebel und Chioccia-Rüben anbraten. Schön goldbraun muss der Zwiebel sein. Bohnen und Peperoni dazu. Die Mais von allen Seiten schön anbraten. Mit den Tomaten ablöschen. Ein Schluck Wasser dazu. Salzen. Da habe ich jetzt meinen Dinkelteig. Diesen Dinkelteig tue ich mir ein bisschen ausziehen und nachher kommt er auf den Schamott. Ich mache Mais ein bisschen dicker, weil ich mag es nicht so knusprig, ich mag es ein bisschen flauschig, soft. Jetzt schaue ich noch, ob der Schamott die gerechte Temperatur hat. Und das tue ich einfach ein bisschen Mehl drauf. Und wenn es dann gleichmäßig bräunt, dann sehe ich, dass der Schamott eine schöne Temperatur hat. So, das schnalze ich mir da jetzt so drauf mit dem ganzen Ding. Jawollo. Schön gemächlich soll das Ganze jetzt da backen. Das lasse ich jetzt auf der Seite auch nochmal schön braten. Und dann darf es gleich mal fertig sein. Traum. Den Mais von allen vier Seiten anschneiden, dann riecht man an. Ragout ins Teller, Mais drauf und zum Schluss noch ein bisschen an Basilikum. Wir haben jetzt da unseren Eintopf, die Rundschau durch meinen Garten, mit einem Dinkelfladenbrot vom Schamott. Mahlzeit und einen guten.